So, wir sind Scrap Station. Das Finale, das absolute Finale, das letzte Match des Finales. Und der Overlord zündet auch schon seine Methandrüsen, um etwas schneller rüber zu fliegen. Ja, ein bisschen. Also, wir sehen hier Kasim als Protoss und Fanan-Q als Zerg unverändert. Und am Mikro immer noch Shinigami, diesmal aber wieder mit Edol. Genau, da bin ich wieder mit dabei und freue mich auch schon auf dieses Finalspiel. Steht hier 1 zu 1 mittlerweile, dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. Für beide wäre es sogar der erste Sieg, doch für Fanan-Q wäre es dann endlich mal ein Aufstieg, denn er hat im letzten Cup den zweiten Platz belegt. Also er würde sich bestimmt über den ersten Platz freuen und Kasim würde sich bestimmt auch freuen, aber ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen. Na, dann schauen wir mal, wer sich heute am meisten freuen darf. Genau. Bis jetzt sehen wir noch nichts Spannendes. Die Drohne sagt auch schon mal guten Tag und rutscht ein bisschen auf dem Creep umherum. Gateway wird gebaut. Overlord bald angekommen. Ah, da gibt es schon keine Diskussion in der Echse. In der Mineral Line. Diskussion oder Gruppenkuscheln, ich kann es leider nicht ganz verstehen. Auf jeden Fall schönes Waypoint Marking von Kesim. Mal sehen, wem zuerst schlecht wird. So, Wargate und Gas sind bei Kasim schon im Anmarsch. Ebenso Pool und Gas bei Fandenkyo. Bis jetzt schaut ja nur alles relativ Standard aus. So, was wird jetzt wieder gebaut? Cybernetics Core. Jo. Und noch ein Pylon. Und der Overlord, der bleibt souverän da stehen. Der denkt sich nichts Böses. Auf jeden Fall immer wieder eine gute Idee, mehrere Pylons zu setzen, die sich überdecken, einfach um diesen klassischen 51-Fail zu vermeiden, der ja doch hin und wieder immer mal vorkommen kann. Was für ein 51-Fail? Dass du 4 oder 5 Gebäude nur mit einem Pylon versorgen lässt. Ach so. Passiert sogar manchen Pro-Gamer noch manchmal in der Hektik. Ja, wenn er ein Pylon fällt, ist natürlich dann alles im Arsch, ja. Verständlich. Genau. Die Echse von Oh, hat Fanan-Q sich. ist schon im Bau. Upsala. Da hat sich wohl die Drohne etwas zurückgezogen und die hat nämlich wieder die Posi blockiert. Berserker auch schon Also. da. Stargate wird gebaut, okay. Speedlinks werden auch erforscht. Stargate, oh, das haben wir in den letzten beiden Spielen noch nicht gesehen. Bin ich jetzt gespannt. Ah, Das Eduard weiß schaut zu. Ich krieg Fandenkyo. gerade eine Nachricht, dass Eduard zuschaut. Ich soll ihn grüßen. Ich grüße dich, Eduard. Von Alex und natürlich auch von mir. Tja, dann sage ich auch mal Hallo, Eduard. So, wir sehen hier die Särklinge, die gerade auf dem Push sind. Die kommen natürlich nicht durch, weil der Berserker hier alles schon blockiert. Ah, die sind Wieder ein gleich. kleiner Scouting-Fehler von Fandenkyo, also er weiß nicht, dass das beziehungsweise der Starport unterwegs ist vom Protoss. Stimmt, alles noch schwarz da hinten, ja. Obwohl er einen Naja, Overlord da also hat, also er schickt den Overlord ja. einfach nicht rein. Er lässt ihn wieder am Rand stehen, das verstehe ich nicht ganz, warum er das macht. Und dann kommt jetzt auch schon der erste Phoenix. Ja, wird gechrono-boostet, also der kommt richtig schnell raus. Und der baut nur auf Säglinge. Und eine Queen dazwischen, aber sonst wieder nur Säglinge. Hat auch kein Gebäude sonst, keine Hydralisken, keine Roaches, nichts, auch kein Tech. Also das geht richtig Da kommt der krass. erste Go-Versuch mit den Speedlinks. Oh, sie drehen gleich auch mal wieder um. Na, da sieht natürlich keine Chance. Ja. Und da ist jetzt Vulture schon der wird erste auch Phoenix da. gebaut. Bin ich schon mal gespannt. Jetzt kommt. Die Taktik hatten wir in einem anderen Game auch schon gesehen, ich glaube um Platz 3, wo nee, einen anderen Game von FunnyQ, wo er gespielt hatte, Phoenix und zwei Void Rays. Und damit hat er natürlich das Game gewonnen, weil der Zergling keine Anti-Air hat, bis auf die zwei Queens, die sehr schnell down gehen. Na okay, drei Ja, und Queens. Fandenkyo absolut keine Ahnung, was da auf ihm zukommt und
Jetzt wird die erste Queen gehoben. Da sagt der Phönix schon mal, hallo, grüß dich. Okay, der erste. Oh, beinahe wäre der Phönix noch down. Ja, war leider eigentlich komplett sinnlos, mit einem Phönix eine Unit zu heben. Oh, und trotzdem baut er weiteren Säglinge, also. Ja, bleibt stur. So, zwei Boytrays sind schon da. Ja, er killt. Und wir sehen Overlord. Drei Warp-Gate. Vier Queens. Dann kommt wieder ein Haufen Zerglinge. Ja, aber jetzt hat er das Problem, dass er Supply Stack hat. Weil er eben die Overlords gekillt hat. Dafür kommt die Expansion schon ins Laufen. Ja. Aber ob er jetzt da rein kann, das ist jetzt entscheidend. Wenn er das nicht schafft, dann hat er ein ganz großes Problem. Wenn er es schafft, dann hat Kassim ein großes Problem. So, da spielt Kassim mal wieder eine Runde, kitzelt den Overlord, bis er platzt. Ah, Banelinge werden gebaut. Oh, das wird jetzt gefährlich. Wenn die Sentry da jetzt zu spät reagiert. Da bin ich jetzt gespannt. Was man im Prinzip ja immer bei Zerg leider sehr selten sieht, sind schöne Drops, aber hier kommt jetzt mal die Kohlearmee. Oh, da kommt er durch. Die sich auch durchrafft. Ja, und jetzt hat Kassim natürlich den Salat. Mitten in die Eco rein. Ja, und er schickt die Voltres jetzt nicht weiter in den Kampf. Ja, also da wird jetzt die Eco zerpflückt. Hat er viel zu wenige Berserker gehabt. Na, da kommen wir. Und er schießt jetzt auch nochmal 16 Zerglinge nach. Also. Ja, die gehen richtig Porno ab, diese Void Rays, wenn sie voll gecharged sind, aber. Ja. Aber gegen einzelne Zerglinge-Einheiten ist natürlich nicht optimal. Ja. Jetzt werden wieder Bändige gemorpht. Er hat sich jetzt auch nicht irritieren lassen und morpht einfach ein paar Berserker ran. Das kann jetzt natürlich gegen vier Bändlinge. Ja, das hat gut funktioniert. Ja. Da kommt natürlich auch gleich der erste Go-Versuch. Leider über den Umweg. Er hätte eigentlich schon längst Patronen kicken können aus der Eco vom Zerg-Spieler mit dem Void Race. Schon vorher, auf jeden viel Fall, früher. Ja. Wir haben hier keinerlei Luftabwehr, auch nicht in der Base von Fandank. Also es gibt weder irgendwelche Queens Sicherheitsvorkehrungen. Halt. Ja. Ich glaube, also solange die vier Queens nicht fallen, hat er eigentlich ganz gute Karten in die zwei Void Race, glaube ich. Das Interessante ist, dass er bei seiner Main Base keine Queen hat. Also er hat jetzt momentan auch keine Infusion. Ah, schön blockiert. Ah, da kommt der Spore-Crawler. Ne, Spine-Crawler ist es leider nur. Der Phoenix geht vielleicht noch down. Ne, kein Fall. Das sollte auf jeden Fall die Queens rauspicken. Ah, doch, ein Voidware ist down. Der zweite ist auch down. Und der Phoenix stirbt auch gleich. Uiuiui, da hat er gar nichts gesaved. Und die Zerklinge rennen am Warp-In-Pylon vorbei, den Kassim hier gesetzt hat. Ja. Haben den gerade überhaupt nicht gesehen. Und jetzt kommt ein Push wieder vom Kassim. Quatsch, nein, andersrum von Vanderq. Und ich habe wieder Nachricht bekommen, dass ich den Eddie wieder grüßen soll, weil er vorher keinen Ton hatte. Eddie, ich grüße dich wieder einmal. So, ja, jetzt hat er ein paar mehr Berserker. Ja, jetzt kommen hier die kullernden Eiterpickel von Fandank wieder im Anmarsch. er hat aber auch überhaupt keine anderen Einheiten, also was er damit jetzt bezwecken will, verstehe ich nicht so ganz. Also im Prinzip sprengt er sich hier nur den Weg frei, kann aber da eigentlich nicht mehr viel machen. Na, vielleicht hat er einfach ein bisschen mehr Widerstand erwartet. Durch den erfolgreichen ersten Versuch hätte er eigentlich sehr viel mehr Berserker einbauen müssen. Sprengt er die Eco wieder um. Oh, bei Fandank ist jetzt der Spire schon im Bau. Also momentan tätscht er hier relativ gut weiter, während Kassim ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf derselben Stelle stehen bleibt. Ah, warum soll ich den Spire nicht? Ja, wir haben jetzt auch fast das doppelte Income bei Fandank. Also Kassims Eco ist ordentlich geschwächt, er müsste schon längst expandieren. Ja. 16 zu 23, 600 zu 700 Minerals.
Da verabschiedet sich auch der Warp-In-Pylon ins Jenseits. Jetzt haben wir wieder so, da kommt wieder mal ein schöner rötlicher Faden rüber. Ja, wieder nur Säglinge, die wahrscheinlich auch später gleich gemorpht werden. Aber hat eigentlich gar nicht nötig, weil, na doch, jetzt vielleicht noch ein paar Bailing, um den ersten Zelle zu spawnen. Das sind aber auch schon wieder viel zu viele. Ja. Die hätte er gar nicht gebraucht. Er scoutet halt nicht. Deswegen sieht er es nicht. Na, guck, ja. Ob er eine Echse hat, hat er nicht. Also kann er seine volle Feuerkraft nach vorne konzentrieren. Und Kassim immer noch keine Einheiten hier in der Base, also nur die drei Stalker. Ein Phoenix, der nichts machen kann. Ja. Er hat echt Probleme gehabt, seine Eco wieder am Laufen zu haben. Ja, jetzt kommt ein Bailing zum Scouten. Andere auch nicht. Den zweiten Phoenix raus. Ja, aber es ist halt Ah, die Bailing kommen nicht ran, er verliert einige Sackling umsonst. Ah, schön blockiert. Nice. Und da haben wir die ersten Mutas. Ja. Und da sind sie durch. Ob das reicht für die Echo? Ja, scheint so. Ja, aber da warpt er noch ein bisschen was nach. Drei Mutalisten sind auch noch da. Aber zwei Phoenixe vom Gegner auch. So. Ja, von der Q-Bot. Momentan schlecht aus für Kassim. Ja, vor allem er baut 22 Säuglinge nach, die dann auch gleich reinstürmen. Wir sehen hier auch schön in der Base von Kassim, dass die Mineralien schon langsam nachlassen, also und der hat nur immer nicht expandiert. Ja, und Van der Q seine dritte Echse hier am Bauen. Ja, und da kommt wieder eine Zerglingarmee nach. Also momentan ist Kassim sehr in die Defensive gedrängt worden. Er switcht auch interessanterweise nicht. Eigentlich wären, sag ich jetzt mal hier, mehr Ground Units oder Templar empfehlenswert, aber wahrscheinlich fehlen ihm auch die Ressourcen, weil die Eco einfach nicht läuft. Warpt jetzt immer nur vereinzelt Einheiten nach. Ja, hier hat er halt gut blockiert, die äußeren Säglinge, aber jetzt sind die halt auch drin. Kriegen wieder ein Sentry. Ein Stalker ist down. Na, zweiten kriegen sie nicht. Na, vielleicht doch, ne. War ganz knapp noch gerettet. Ah, jetzt geht Van Dank hier auf Hydralisken, 10 Stück. Ein Mutalisk. Also finde ich sehr überraschend, diese Spielweise von Van Dank. Also er legt sich ja nicht wirklich auf, sage ich jetzt mal, eine Unit Composition fest, sondern switcht jetzt auf Hydralisken. Mixt auch ein paar Mutas hinzu, nachdem er jetzt doch mit Banelingen und Zerglingen relativ viel angestellt hat. Ja. Also er setzt Kassim hier wirklich gut unter Druck. Da kommt jetzt auch die dritte Expansion schon zum Laufen. Machen sich jetzt drei Phönixe auf den Weg, um ein paar Overlords zu kitzeln. Ja, von der Kür jetzt schon im Supply-Stack. 70-70, jetzt hat er auch noch Overlords, also es ist bitter. Sehr bitte. Und da zieht er wieder die Queens ab. Oh, mit ein bisschen Glück kommen die direkt auf die Hydralisken zu und er kann die Phoenixe kicken. Ne, die bleiben hinten stehen. Von der NQ sieht er so gar nicht. Vielleicht will er die Bandlinge hochheben. Ne, tut er nicht. Das wäre nämlich auch eine Idee. Lässt jetzt auch seine Bandlinge gar nicht voraus, aber... Oh, greift mit der ganzen Eco an. Verzweiflungstat, also... Kassim hat sich da eingebunkert, die Minerals sind noch fast aus, also... Ich denke, wir haben hier einen neuen Gewinner. Ja, da kommt auch schon das GG von Kassim. Natürlich herzlichen Glückwunsch an ThunderQ für den phänomenalen Sieg beim Namen Club Turnier 3. Und Kassim, genau, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ein sehr, sehr faszinierendes Spiel, also Van Dank hat Kassim hier von Anfang an unter Druck gesetzt und hat ihn eigentlich nicht aus seiner Base rausgelassen. Das fand ich sehr, 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 sehr schönes Gameplay, also kontinuierlich Zerglinge und Banelinge gepusht und ich glaube Kassim hat sich dann zum Schluss gar nicht mehr rausgetraut, um eine Expo hochzuziehen und ja, das hat dann schlussendlich das Spiel gedreht.